fahren jetzt fort mit einem weiteren interessanten Vortrag von Herbert Heger, der ja im weitesten Sinne um das Thema Tiergesundheit geht und die zunehmende Digitalisierung, die uns hier Arbeit abnehmen kann. Ich freue mich auf diesen wirklich hochinteressanten technischen Vortrag, den wir gleich hören werden. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu Herbert. Ich dachte, ich sollte doch ein paar Dinge zu deiner Person und Funktion sagen. Herbert ist schon, sagen wir mal, ein Urgestein der Branche. Im Schweinebereich kann man das durchaus so sagen. Er hat nach der Ausbildung eine kurze Phase in der Futtermittelindustrie zugebracht und ist dann aber schon seit 1996 zu Böhringer Ingelheim gegangen, dort im Veterinäraußendienst tätig und betreut Tierarztpraxen und ist als landwirtschaftlicher Ansprechpartner für ganz Nordwestdeutschland zuständig und ist schon in vielen Betrieben wirklich gewesen, hat viele Erfahrungen im Bereich Impfung, Tiergesundheit und er wird uns jetzt eben das neue Produkt von Böhringer vorstellen, zukunftsweisend Soundtalks nicht verpassen, um die Leistung zu optimieren. Das sollte uns alle interessieren. Herbert, die Bühne gehört dir. Aber hier geht es jetzt eben um das Schwein. Wir sprechen also über die Ferkelaufzucht und wir sprechen über die Schweinemast in diesen beiden Altersgruppen. Und intern sagen wir ganz gerne bei uns beim Böhringer Soundtalks, das ist ein objektiver digitaler Mitarbeiter, der hat eine künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz sorgt letztendlich dafür, dass dieser Mitarbeiter den Husten in den Stallungen bis zu 5 Tagen früher hören kann. So, und dann wird der Landwirt natürlich überlegen und sagen, was soll denn das? Weil ich höre doch selber, wenn ich 2-mal am Tag bei mir im Stall stehe, ob die Schweine husten oder nicht husten. Wofür brauche ich da einen digitalen Mitarbeiter mit einer künstlichen Intelligenz? Und diese Frage hat sich auch eine etwas größere Sauenanlage in Amerika gestellt. Da stehen 20.000 Sauen. In Amerika arbeitet man anders als hier. Das sehen wir gleich auch in den Stallungen. Und die haben dort einzelne Mitarbeiter, die für bestimmte Stallbereiche zuständig sind. Aber sie haben auch andere Mitarbeiter, wir sagen Manager dazu. Die fahren einmal in der Woche alle Anlagen, alle Betriebe durch und verschaffen sich einen eigenen Überblick, nicht nur das, was reportet wird. Und die haben damals gesagt, naja gut, wir schauen mal, was Böhringer da drauf hat. Was können wir vielleicht auch für uns davon nutzen? Und haben dann ihre Mitarbeiter mit Bögen in die Stelle geschickt. Und wir sehen auf der rechten Seite in dieser Folie die Ferkelaufzucht, die Mittelmast und die Endmast. Also in Amerika wird Win to Finish gemästet. Wir sehen den Mitarbeiter im Stall und daneben der Manager, der einmal die Woche die Betriebe durchfährt. Und beide stehen zeitgleich im Stall, bewerten anhand des gleichen Fragebogens die Tiergesundheit. Und was uns da interessiert, ist jetzt nicht, wie die Zahlen tatsächlich aussehen, die realen Zahlen, sondern mich interessiert eigentlich nur, sind die Aussagen, das Wahrnehmen, ist das gleich oder gibt es da Unterschiede? Und da sehen wir eben, dass es in der Regel ein subjektives Verhalten ist und jeder nach seiner Ausbildung, nach seinen Erfahrungswerten, vielleicht auch nach der Anzahl der Durchgänge, wie sind sie gelaufen, wird eben subjektiv entscheiden und sagen, für mich ist das okay oder noch okay und der andere wird schon vielleicht sagen, die Grenze ist für mich überschritten. So, und wir sehen uns das jetzt einfach mal in der Nursery, also in der Aufzucht an. Und Ihre Aufgabe ist einfach nur zu schauen. Einen Moment bitte. Das erste Video läuft. Empfinden und jeder hat so seine Erfahrung und teilweise auch die Erfahrung der einzelnen Stelle. Ich glaube, das ist nicht wirklich neu. Hier habe ich einen zweiten Erfahrungsbericht von einem Betrieb. In diesem Fall ist es ein holländischer Betrieb. Das waren damals Demo-Betriebe, die wir gesucht haben vor, ich sage jetzt mal, 2-3 Jahren. Meine holländischen Kollegen haben eine holländische Tierarztpraxis angesprochen und haben gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Können wir gemeinsam Erfahrungen aus dem Feld sammeln mit der Technik, mit dem Einsatz?
Und die haben dann gesagt, ja, okay, wir haben hier einen Mastbetrieb, der hat Auffälligkeiten, der ist für uns bekannt mit einer APP- und PAS-Infektion mit entsprechenden Leistungsdepressionen, den können wir gerne wählen. Der ist ausgesucht worden, man hat miteinander gesprochen, man hat vereinbart, immer dann, wenn ein Alarm kommt, was Alarm bedeutet, möchte ich gleich später nochmal erklären, immer dann, wenn ein Alarm kommt, auf dem Handy sichtbar, dann hat der Landwirt Kaustricke in das jeweilige Abteil, für das der Alarm ausgelöst wurde, reinzuhängen. Und der Hoftierarzt kommt dann auch an dem gleichen Tag und nimmt dann die Speichelproben von den Kaustricken mit und lässt die diagnostisch untersuchen. So, so wurde gearbeitet. Der Alarm hat stattgefunden, sichtbar für den Landwirt, für den Tierarzt und für meinen holländischen Kollegen. Und der Landwirt hat dann gesagt, das sieht aber ganz komisch aus, der Alarm ist da, meine Tiere sind aber kerngesund. Und warum soll ich etwas machen? Und hat schon mal eine Botschaft losgelassen, dahingehend, die Technik könnt ihr eigentlich abholen, weil sie funktioniert nicht richtig, weil wir haben ja kein Hustenproblem, die Tiere husten nicht, aber die Technik zeigt einen Alarm, also funktioniert die Technik nicht. Wie soll es weitergehen? Und dann ist ihm gesagt worden, wir halten uns an der Absprache. Wenn ein Alarm da ist, dann häng bitte die Kaustricke drin. Und ihr seht, am 8.4. ist das Prozedere gestartet, also das ist die Einstellung gewesen. Am 4.6. ist dann diese Warnmeldung in Abteil 15, hat dann stattgefunden. Seine Fragen eben, was soll das, wofür ist das notwendig? Dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich kann euch auch einen WhatsApp-Film schicken und schaut euch dieses Video an und vielleicht haben wir Glück, dass es jetzt funktioniert. Filmchen jetzt gezeigt, rübergeschoben und dann ist gefragt worden, hast du dich an die Absprache gehalten, hast du die Speichelproben genommen beziehungsweise die Kaustricke reingehangen und dann antwortet er, nein, ich soll auch nicht wissen warum, weil ich habe doch kein Hustenproblem. Und das Ergebnis sehen wir dann auf der rechten Seite, weil zwei Tage später unten rechts in der Folie stehen, zwei Tiere sind tot. Es ist diagnostiziert worden und da ist genau das festgestellt worden, was man vorher eigentlich schon wusste, nämlich, dass das ein positiver Bestand ist, der auch klinisch relevant ist mit PAS und mit APP. Und auch ihr wisst, wenn diese beiden Infektionen zeitgleich stattfinden, dann ist das im Stall einfach nicht schön. So, hier die Botschaft dahinter. Das System, die Technik hat einen Alarm rausgegeben. Meine Worte von eben, wir sind 4 bis 5 Tage früher, als der Landwirt es im Stall hören kann. Der hat seine Betriebsstätte am Wohnhaus, ist den ganzen Tag auf der Hoffläche und hat während des Tages eben diese Hustengeräusche aus dem Stall nicht wahrgenommen. Für mich nachvollziehbar, weil wie bei uns Menschen auch, wenn du eine richtige, ordentliche Erkältung, eine Grippe hast, dann hustest du in der Regel in der Nacht um 2, 3, 4 Uhr auch richtig und am Tag möglicherweise weniger. Und beim Schwein ist es eigentlich nicht anders. Durch diese Aufzeichnung von 24 Stunden haben wir eine ganz andere Chance, die Tiergesundheit zu bewerten, als wenn wir nur in Anführungsstriche 2-mal am Tag befristet irgendwann mal im Stall sind. So, das sollte eigentlich so ein bisschen die Geschichte sein, um euch so ein bisschen einen Hinweis zu geben, wie die Technik funktioniert und dass man diesem System auch vertrauen kann. Jetzt möchte ich so ein bisschen auf die Atemwege eingehen, weil unser Problem ist in der Wahrnehmung der Atemwegserkrankungen, dass ein Schwein sehr, sehr schlechte oder dass Schweine grundsätzlich sehr schlechte Signalgeber sind und insbesondere bei den Atemwegen. Also wenn ihr einen Mastdurchgang habt, wo meinetwegen 20-25% der Tiere später vom Schlachthof zurückgemeldet werden wegen Organbefunde Lunge, Auffälligkeiten sind da, dann hätten wir auch im Endmastbereich gemeinsam bei euch im Stall stehen können. Und wir hätten diese 25% Tiere lebend nicht rausselektieren können. Das ist einfach das Ergebnis der Schweine. Deswegen sind ja diese Rückmeldungen von den Schlachthöfen bezüglich der Organbefunde so wertvoll. Aber um hier so ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen, wenn ein Schwein hustet, wenn ein Schwein pumpt, auch hier haben wir einige Videos mitgebracht.
Und wir sehen auf der linken Seite jetzt erstmal einen Ferkelläufer, Ferkelaufzug. Das ist ein Betrieb, der wollte hier in Niedersachsen am Langschwanzprojekt damals mitnehmen, mit teilnehmen und sagte, ich habe aber permanent Atemwegsprobleme. So mindestens 30 Sekunden, eine halbe Minute, das sind so für Kurzfilme, ne? Eben eine Aufmerksamkeit, dass ich anfangs jetzt nachziehe, sonst wird es irgendwann noch langweilig. Ja, ja, ja. Läuft eine Minute, kann ich es zurückziehen, weil die Kamera läuft und hat immer dieses Ding, läuft eine Minute. Das Gleiche haben wir dann noch einmal gemacht für Mastschweine und haben in Zusammenarbeit mit einem Schlachthof in Westfalen und den Amtsveterinären dort am Schlachthof das Gleiche mit Mastlungen gemacht. Und auch hier sehen wir eine Mastlunge von einem Mastschwein auf der linken Seite. Einen Moment, ich würde gerne nochmal eben die Folie zeigen. Genau, Dankeschön. Und diese Lunge schauen wir nachher im Detail etwas länger uns an, um einfach das Hustengeschehen besser verstehen zu können. Wir sehen auf der linken Seite hier blau eingekreist der Bereich, der augenscheinlich voll funktionsfähig ist. Auch da würde ich vermuten, man könnte sagen, vielleicht ein Drittel der Lunge. Dann sehen wir den großen roten Kreis. Wir sehen auch da, dass das Gewebe sich farblich anders darstellt. Und dieser große runde Kreis, das ist ein Gewebe, was jetzt in einer Abheilung ist. Und wenn keine Sekundärinfektion stattfindet, alles andere ganz prima vom Management her ist, dann kann die Lunge vielleicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen wieder voll funktionsfähig sein. Unten das gestrichelte rote, das ist ein Spitzenlappen, der ist deutlicher auffällig aufgrund seiner Verfärbung, das rote. Und wenn die Tierärzte hier palpieren würden, also abtasten würden, dann würden die auch feststellen, dass das Gewebe hier gummiartiger ist, nicht so fluffig ist, wie normalerweise eine Lunge sein sollte. Wir sind dann hingegangen und ich würde gleich gerne beide Videos also direkt hintereinander ablaufen lassen. Ich glaube, das ist von der Technik her dann auch einfacher. Dann schauen wir uns diesen Spitzenlappen noch einmal genauer an. Und dann werde ich auch das eine oder das andere nochmal dazu sagen. Aber vielleicht erst nochmal, dass wir auch bei dem Mastschwein die Lunge, die Lungenfunktion einfach mal vor Augen haben. Und wir sehen auch die Schläuche, wie die Lunge beatmet haben. Das sind die gleichen Techniken, die wir hier genutzt haben, die es auch die Covid-Patienten im Klinikum hatten. Wir kennen diese Bilder noch aus dem Fernsehen, wo die Patienten mit dem Bauch in den Betten lagen und wir immer nur den Rücken sehen konnten. Also die gleichen Beatmungsmaschinen haben wir hier genutzt. Und
Tag. Und da sehen wir jetzt gerade die Atmung. Und auch das, was ich eben gezeigt habe, maximal ein Drittel dieser Lunge ist wirklich funktionsfähig, zwei Drittel nicht funktionsfähig. Und auch mal so, Sie können dieses Schwein in den Stall nicht identifizieren, das kann der Hoftierarzt nicht, das wird von der Leute wissen, in dieser Veranstaltung, alle im Stall stehen, keiner von uns hat dieses tatsächlich. Also das ist eben so wichtig, dass wir dann diese Rückmeldung von den Schlachthöfen ernst nehmen. Genau. Jetzt schauen wir uns eben das zweite Video an. Hier ist jetzt die Tierärztin, die Amsti-Ärztin hingegangen und hat diesen Spitzenlappen, der deutlich stärker verändert ist. Und halten, Ich hab die Schlaucheinheit Der Schlauch? Einmal im Schlauch. Nee. Doch, 800 Schlauch. Und dann mal ein bisschen. Guckt doch nämlich dann okay. Schön raus. Ja. So, doch, halte. Okay, dankeschön. Dann guckt gleich das auf das Gewebe und dann sehen wir hier eine Atemwege, eine Verästelung. Und wenn sie da gleich drauf drückt, dann magst du jetzt nochmal das gleiche machen, wenn deine Hand hier auf den Button drückt, dann sehen wir, wie die Atemwege verstopft sind. Der Schlauch. Einmal im Schlauch. Nee. Vielleicht noch dazu noch. Das wenn die Atemwege verstopft sind. Oder wenn die Atemwege stark verengt sind, wie bei der Bronchitis, nicht in die Luft gelangt, wie durch die Bronchien gelangt, dann haben wir. Du magst jetzt nochmal das gleiche machen mit deiner Hand. Vorstellen, was im Organismus in der Lunge dann tatsächlich stattfindet. Okay, jetzt haben wir eben gesehen, was Husten tatsächlich bedeutet, diese Leistungsbeeinträchtigung. Und wie gesagt, gerade jetzt in diesen Wochen trifft es ja auch uns in den Familien immer wieder. Jetzt brauche ich tatsächlich Hilfe. Ich weiß nicht, warum die nächste Folie nicht kommt. Da habe ich sie. Okay, ich muss öfter drücken. So, und jetzt sehen wir eben die Ausschnitte, die ich gerade gezeigt habe, aus dem Video auf der rechten Seite abgebildet, die verstopften Atemwege, die Bronchien. Und auf der linken Seite sehen Sie jetzt das gesunde Lungengewebe. Und da fällt Ihnen auf der linken Seite sehen wir diese Verästelung, diese Bronchien, die auf der rechten Seite aufgrund der Entzündung auch schon gar nicht mehr mit dem Auge erkennbar sind. Soll heißen, diese Tiere leiden tatsächlich hier richtig unter Sauerstoffmangel. Die Atmung kann nicht richtig funktionieren und immer wieder der Hinweis von mir, Sie im Stall haben keine Chance, das tatsächlich diese Tiere rauszuselektieren. Deswegen, der Husten ist relevant, weil wir brauchen den Sauerstoff eben nicht nur für die Lunge, fürs Gehirn, sondern für jede Zelle im Organismus wird dann der Sauerstoff benötigt. So, jetzt habe ich eben gesagt, wir können mit dieser Technik 4 bis 5 Tage früher detektieren, als Sie es im eigenen Stall tun können, auch wenn Ihr Wohnhaus sehr dicht am Stallgebäude dran ist, egal ob Ferkelaufzucht oder Mast. So, und das können wir mit dieser Technik machen. Und diese Technik möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Auf der linken Seite in diesen verschiedenen Kästen sehen Sie die Monitore. Wir haben immer nur üblicherweise einen Monitor in einem, meinetwegen, Maststall in diesem Moment reingehangen. Wenn ich von einem Maststall spreche, dann habe ich jetzt einfach mal vor Augen, ein 3000er Maststall, ein Doppelkammstall mit 16 Abteilen. Dann würde ein Abteil einen Monitor haben, der würde mittig im Stall hängen, ungefähr 2 Meter, 2,20 Meter Deckenhöhe. Und dieser eine Monitor kann über die LED-Lämpchen entweder grün, gelb oder rot leuchten. So, und dieser Monitor braucht in diesem Stall für die Aufzeichnung nur den Stromanschluss und sonst gar nichts. Für das Funknetzwerk, was diese Geräte untereinander selbstständig aufbauen, ist dann eben noch ein Gateway zuständig. Das ist dieser blaue Kasten. Und dieser blaue Kasten, der braucht natürlich den Stromanschluss, aber der braucht einen kabelgebundenen Internetanschluss bei euch im Stall. Die Geräte untereinander bauen ein Funknetzwerk auf. Die Daten, die Hustengeräusche, und das sind nur die Hustengeräusche, die dann aus diesem Abteil nach oben in die Cloud gelangen. In der Cloud wird der Husten bewertet und das funktioniert so, dass man sagen kann, gestern Mittag zu 12 Uhr, heute Mittag zu 12 Uhr, gestern 13 Uhr zu heute 13 Uhr, innerhalb von diesen 24 Stunden rollierend,
findet immer ein Abgleich statt. Und dann sagt die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, der Husten ist mehr geworden oder ist weniger geworden oder ist gleich geblieben. Und daraus kommt dann die Alarmmeldung, kommen die Ampelfarben, grün, gelb oder rot. Das Ergebnis dessen kann man dann in Grafiken auf dem Rechner sich selber anschauen, Auswertungen fahren, auch gegenüber den verschiedenen Abteilungen, die man in den Stallungen hat. Aber ich bekomme auf jeden Fall als Landwirt, als Inhaber der Technik, diese Daten bei mir auf mein Handy und auch diese Alarme. Und ich als Landwirt kann dann entscheiden, wen möchte ich freischalten. Das kann der Tierarzt sein, das kann der Futtermittelberater sein, das kann der Azubi sein, das kann aber auch der Öben sein, darin vielleicht abends nochmal die letzte Runde dreht. Also das entscheidet der Landwirt. Die Daten liegen komplett bei dem Landwirt. Wir schauen uns das jetzt nochmal in so einem Betrieb an. Das ist jetzt dieser 3000er Maststall, Doppelkamm, 16 Abteile. Dieser Betrieb hat damals gesagt, du Herbert, ich möchte das Gateway, möchte ich ganz gerne im Zentralgang haben. Ich fühle mich wohler, wenn ich das Ding leuchten sehe und dann weiß ich, dass die Technik funktioniert. Alles gut. Deswegen haben wir es da bei ihm im Zentralgang aufgehangen. Auf der Rückseite der Wand ist sein Stallbüro. Da ist die Steckdose für Strom und da ist auch der Computer, wo dann das Kabel WLAN-mäßig, LAN-mäßig dann eben dran gehangen ist. Auf der rechten Seite sehen wir dann eben den Monitor, der oben unter der Decke hängt. Und wir sehen an dem Monitor auch blau eingekreist einen Fühler. Und dieser Fühler hängt an dem Monitor, also mittig Stall, 2 Meter Höhe. Und dieser Fühler kann nochmal zusätzlich die Stalltemperatur und die Luftfeuchtigkeit messen. Die Messwerte von dem Fühler dort oben gegenüber dem Fühler, der ja für die Lüftungstechnik auch irgendwo im Stall hängt, sind in der Regel unter 1 Grad abweichend. Einfach auch aufgrund der unterschiedlichen Lokalisation. Aber normalerweise liegen wir innerhalb 1 Grades in der Abweichung und dann wissen wir, beide Geräte funktionieren gut. Unten drunter schematisch nochmal dargestellt, dieses selbstständige Aufbauen eines Funknetzwerkes, das ist wie bei euch auch vielleicht in den Stallungen oder privat, wenn ihr entsprechende Systeme zu Hause Bluetooth-mäßig oder sonst wie nutzt. Das Gleiche hier nochmal abgebildet in der Ferkelaufzucht. Hier hat damals der Landwirt gesagt, ich möchte das Gateway bei mir im Stallbüro haben. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten die Technik ist die gleiche. Beim Installieren muss man nur einmal den Knopf drücken und sagen, ich bin in der Aufzucht oder ich bin in der Mast, weil die Hustengeräusche natürlich sich anders anhören und die Technik darauf entsprechend ausgebildet wurde. Dann hatte ich eben gesagt, die Push-Nachrichten gehen auf das Handy. Auch hier diejenigen, die freigeschaltet wurden von dem Besitzer der Anlage, der trägt die bei sich als Admin ein. Der schreibt also dann meinetwegen von Herbert Heger die E-Mail-Adresse und meine Handynummer in das System. Ich wähle mich dann über eine App ein und weil er mich freigeschaltet hat, habe ich dann den gleichen Zugang wie er, kann alles genauso sehen und auswerten und bekomme dann auch die Alarmmeldungen. Bei den Tierarztpraxen ist es so, wir haben auch Tierarztpraxen mit mehreren Anlagen. Da ist es manchmal so, dass die sagen, wir wollen uns im Tagesgeschäft nicht durch diese Alarme stören lassen. Da geht morgens die Arzthelferin hin und macht die Auswertung jeden Morgen, wenn die Tierärzte beieinander sitzen und ihre Besprechungen durchführen. In der Zeit werden die Auswertungen gemacht und dann gibt es ein Zettelchen, Betrieb Müller-Meyer, Abteil 17 hat einen Alarm und dann ruft der Tierarzt aus der Praxis in den Betrieb an und organisiert dann alles weiter. Also das wird auch so tatsächlich gelegt. Jetzt habe ich mal einen münsterländischen Betrieb. Der eine oder der andere weiß, ich bin Westfale, ich bin Steinfurter und nicht ganz so weit von mir, eine Dreiviertelstunde entfernt von mir liegt dieser Betrieb. Der hellblaue Rahmen sind die Altgebäude, der dunkelblaue Rahmen sind die neueren Gebäude. Dieser Betrieb hat 15 Monitore damals gekauft und hat gesagt, Mensch, wie machen wir das mit der Installation und unterschiedliche Wände, unterschiedliche Materialien verbaut. Ich bin dann zu ihm rübergefahren. Wir haben uns alles angesehen gehabt und haben gesagt, okay, hier macht es Sinn, in diesem Fall mal mit 2 Gateways zu arbeiten. Und wir bauen 2 Funknetzwerke auf. Das hat auch wunderbar geklappt. Die Altgebäude, hellblau und unten sehen wir das Dunkle. Der eine große Stall, wo die 6 und die 7 steht, da sind dann 2000 Mastschweine drin. Bei der 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sind 4 Monitore für 1000 Mastschweine. Ja, und bei 7 das gleiche Spiel nochmal. Das sind Großraumställe und entsprechend haben wir dann das so aufgebaut. Auf der rechten Seite ist ein dänischer Betrieb mit 2200 Sauen. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jetzt möchte ich aber Ihnen ganz schnell erklären, ich versuche so ein bisschen Zeit von ihm aufzuholen. Jetzt möchte ich ganz gerne erklären, wie das System funktioniert und wie wir die Daten, die dieses System
erstellt, wie wir die tatsächlich für uns auch nutzen können. Sie sehen im oberen Bereich der Folie die drei Ampelfarben, grün, gelb und rot. Sie sehen die vier Pfeile. Diese vier Pfeile, das sind Absprachen, die wir mit allen Demobetrieben, die wir in der Vergangenheit hatten, so getroffen haben, in Zusammenarbeit mit dem Landwirt, in Zusammenarbeit mit dem Hoftierarzt, dem jeweiligen Böhringer-Kollegen, und in der Regel waren auch entsprechende Berater mit involviert in diesen Gruppen. Der Fall bedeutet, da in diesem Zeitraum hat es einen Alarm gegeben und der Landwirt hat, wie eben schon beschrieben, die Kaustricke aufgehangen, der Tierarzt hat die Diagnostik eingeleitet und das Ergebnis der Diagnostik haben wir gemeinsam besprochen. Wir sehen also hier irgendwo Anfang Oktober wurden die Tiere eingestallt, kurz nach Einstallung. Sie sehen, der Fall geht von grün nach gelb, war eine Hustenaktion. Ich würde behaupten wollen, dass diese Hustenaktion so gering ist, dass das der Landwirt in der Regel gar nicht hören kann, mitbekommt. Wir sehen den zweiten Fall von grün nach gelb und dann nach rot. Das war eine Aktion, da ist nur eine Diagnostik durchgeführt worden. Und das ist ein Hustengeschehen in einer Intensität, wo ich sagen würde, das müsste eigentlich ein Landwirt hören können, wenn er zweimal am Tag im Stall war. Der Landwirt, der das gehört hat, wird sich bestätigt fühlen, nichts zu tun, weil man sieht, dieses kleine Hustengeschehen ist ganz schnell wieder weg gewesen, ohne dass irgendetwas gemacht worden ist. Er fühlt sich also im Prinzip bestätigt, Gott sei Dank nicht den Tierarzt gerufen zu haben, weil es ja von alleine und schnell wieder weggegangen. Ganz klar. Fall Nummer 3 und Fall Nummer 4 ist eigentlich auch eine Aktion gewesen. Wir haben aber damals dort zwei diagnostische Vorfälle gemeldet und entsprechend abgearbeitet. Und das, was wir hier eben erkennen können, der anschließende Husten, der länger anhaltend war, hat 6 Wochen gedauert. Das ist eine große, sehr große Ostanlage. Da haben wir damals nur 2 Geräte aufgehangen gehabt. Und die Ostanlage steht in sehr intensiver Beobachtung der Amtsveterinäre. Deswegen machen die dort in erster Linie Einzeltierbehandlungen und sind sehr sparsam in der Antibiotika-Anwendung. So, was ist die Lernkurve oder was möchte ich eigentlich hier mit dieser Folie jetzt zeigen? Meine Frage an euch, an die aktiven Landwirte, Schweinemester in diesem Moment, wann ruft ihr euren Tierarzt und sagt, das ist so für mich meine Baustelle, meine Schmerzgrenze, wo ich den Tierarzt rufe, weil ich das Hustengeschehen nicht mehr in den Griff bekomme? Und da möchte ich mutmaßen, dass in einem roten Kasten, wir uns nur in einem roten Kasten befinden und dass die Mehrzahl vielleicht sagt, im ersten Drittel, nee, da warte ich noch. Ich habe ja meine Erfahrung, ich kenne ja die Schweine, ich kenne ja den Stall, ich kenne die Jahreszeit, Oktober, November. Vielleicht sagen einige von euch so in der Mitte, da bin ich dabei, und einige sagen vielleicht auch, ziemlich weit hinten bin ich dabei. Und eigentlich ist es ganz gleich, wann ihr den Tierarzt ruft, euren Hoftierarzt, in dem roten Kasten. Am Anfang, in der Mitte oder hinten, weil der Tierarzt hat eigentlich nur Chancen, in dieser Phase sogenannte Sekundärerreger zu identifizieren. Das sind die Trittbrettfahrer, die sich oben drauf setzen, wenn das Immunsystem beschäftigt ist und die endlich mal Gas geben können. Ein typischer Vertreter ist so ein HPS, so ein Haemophilus. Normalerweise macht der selber bei den Tieren nichts wirklich was Schlimmes. Wenn das Immunsystem bei den Tieren da ist, dann finden wir den immer, aber die Tiere erkranken nicht daran. Wenn aber vorher was passiert ist oder mehrere ungünstige Umstände da sind, dann spielt Haemophilus plötzlich eine große Rolle auch in der Diagnostik und auch in der Behandlung. Also wenn dagegen behandelt wird, ist alles richtig, also alles gut, bitte nicht falsch verstehen. Die Frage ist in diesem Beispiel, was ist der Auslöser, dass Haemophilus so ein Problem darstellen kann? Und dann sind wir bei Fall Nummer 1 und Fall Nummer 2. Und in dieser Diagnostik können wir leicht erkennen, oben, das ist ein ungleichschenkliges Weh. Und dieses ungleichschenklige Weh, die Tierärzte wissen, das ist ein Indiz, ein Hinweis auf eine Virusinfektion. Der erste Balken nach unten, das erste Hustengeschehen, das Virus ist da. Das Immunsystem arbeitet dagegen. Der zweite Hustenverlauf, das Immunsystem arbeitet wieder. Und dann sehen wir eben das, was ich eben beschrieben habe. Gut, dass ich den Tierarzt nicht gerufen habe, weil es ist ja besser geworden. Das Immunsystem arbeitet jetzt richtig das Virusgeschehen ab. Und jetzt haben diese Trittbrettfahrer richtig Zeit, Party zu machen und können sich wunderbar vermehren. Die Idee dahinter, die Empfehlung, die wir haben und mittlerweile auch mehrere Betriebe so draußen in der Praxis umsetzen, ist, dass in dem Moment, wo die Alarme ausgelöst werden und ihr noch nichts seht, das eine, den Tierarzt anzurufen, ihnen eine Information zu geben, dass wir frühzeitig in die Diagnostik kommen, weil uns interessieren eigentlich nicht die Trittbrettfahrer. Uns interessieren eigentlich die Leitkeime, die Sekundäre Keime, sondern die Leitkeime,
die für dieses Infektionsgeschehen, für das Anrollen einer Infektion verantwortlich sind. Und die kriegen wir in der Regel erst dann oder nur dann, wenn die Tierärzte die Chance haben, möglichst früh am Anfang einer Infektion die Diagnostik durchführen zu können. Das steckt hier dahinter. Das Zweite, was an Lernkurve danach ganz oft in den Betrieben ist, das ist dann immer abhängig vom Erregerspektrum, aber vielfach ist es so, dass diese Betriebe heute einfach hingehen und sagen, in Zusammenarbeit mit den Hoftierärzten natürlich, wenn die Alarme kommen, setzen wir vorne Schmerzmittel, Entzündungshemmer ein. Umgangssprachlich jetzt hier einfach mal Aspirin genannt, das muss der Tierarzt entscheiden. Aber wenn hier frühzeitig mit einem Aspirin gearbeitet wird, dann haben wir Chancen, den roten Kasten mit 6 Wochen Husten gar nicht erst entstehen zu lassen. Und dann sind mit einer sehr preisgünstigen, frühen Behandlung ohne Antibiotika ein ganzes Stück anders unterwegs, als vielleicht heute es der Fall ist. Und auch die Leidensphase der Schweine, auch hinsichtlich Futteraufnahme, Futterverwertung etc., ist ein ganz anderer Schnack als das, was wir in diesem Moment eigentlich draußen vielleicht kennenlernen. Die zweite Phase, was wir hier mit dem Soundtox machen können, ist der untere Bereich der Folie. Ich hatte eben über den Fühler gesprochen für die Temperatur und für die Luftfeuchtigkeit. Und das sehen wir in diesen zwei Graphen unten abgebildet. Grün ist die Temperatur und das, was wir hier erkennen können, ist, dass der Stall anscheinend nicht aufgeheizt wurde. Wir sehen, dass die Stalltemperatur nach oben geht, aber sie irgendwo bei 27 Grad sich einpendelt. Das heißt, in diesem Stall, in diesem Abteil wird durchgängig Oktober, November, Dezember mit 27 Grad gearbeitet. Möchte ich heute hier in diesem Moment nicht diskutieren. Aber das ist eine Feststellung. Das ist für ihn in diesem Moment die normale Stalltemperatur. Und wir sehen, wenn er aufgeheizt hätte, dann hätte der Peak vorne ja deutlich höher gehen müssen und wieder zurückfallen müssen. Hat hier nicht stattgefunden. Soll also heißen, die Tiere sind in einem nasskalten und ich gehe davon aus, desinfizierten Stall eingestellt worden. Der Stall war nicht aufgeheizt und die Tiere bringen mit ihrer Körperabwärme den Stall auf Temperatur. Wer so arbeitet, der stellt natürlich dann am Anfang die Lüftung auch nicht besonders hoch ein, weil das bisschen Körperabwärme braucht er ja für die Stalltemperatur. Also ist der Ventilator entsprechend niedrig, können wir hier deutlich erkennen. Entsprechend hoch haben wir die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die Tiere werden eingestallt in einem zu nassen, zu kalten Stall. Und die werden auch die ersten 10 oder 14 Tage nasskalt sein, weil die Luftfeuchtigkeit nicht abgetragen wird durch zu geringe Ventilationen. Und damit haben wir eine zusätzliche Stressbelastung. Können wir hier so ganz klar hineininterpretieren. Das in Verbindung mit einer Virusinfektion, die wir in der Diagnostik auch erkannt haben, im oberen Bereich der Folie, zeigt uns, dass wir in diesem Bereich, in diesem Betrieb, in diesen zwei Abteilen, die wir damals zur Verfügung gestellt bekommen haben, einmal im veterinärmedizinischen Bereich eine Baustelle haben, aber auch im Managementbereich eine Baustelle haben. Das ist damals sofort von meinem Kollegen abgearbeitet worden. Wir haben alles sofort im ersten Durchgang besprochen. Mit dem Ergebnis, und das sehen wir hier, die zwei Abteile auf der linken Seite. Das Rot ist immer Husten, Gelb war Husten und Grün ist kein Husten. Das ist das, was wir uns gerade angesehen haben. Und der darauf folgende Durchgang, auf der rechten Seite sehen Sie im Prinzip überhaupt keinen Husten mehr. Das ist das saubere Abarbeiten, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, Fehler sehr frühzeitig identifiziert, im laufenden Durchgang behebt, sodass der nächste Durchgang wieder richtig funktionieren kann. Also links das, was wir gerade gesehen haben, einschließlich dieser 6-wöchigen Hustenphase und auf der rechten Seite der folgende Durchgang komplett ohne, weil im veterinärmedizinischen, aber auch im Managementbereich beides sauber abgearbeitet wurden. Das Team hier, Landwirt, Berater, Hoftierarzt und mein Kollege, die haben zueinander gepasst, haben den richtigen Ton miteinander, untereinander gefunden und konnten das dann auch so umsetzen. Diesen Betrieb hatte ich gerade schon ganz kurz gezeigt. 2200 Sauen, der sitzt in Dänemark. Ich bin an den Betrieb letztendlich gekommen, weil eine größere Erzeugergemeinschaft in Schleswig-Holstein, mit denen war ich im Gespräch und die hatten ein Interesse, dass ich deren Mitglieder über Soundtalks informiere, dass die Mitglieder wissen, es gibt Soundtalks. Wir hatten einen Termin vereinbart für einen Workshop und dann kam irgendwann einer der Berater und sagte, du Herbert, weißt du eigentlich, dass einer unserer Mitgliedsbetriebe aus Dänemark schon mit Soundtalks arbeitet? Sag, nö, Dänemark kenne ich. Und so ist das gelaufen.
Meine dänischen Kollegen hatten den Betrieb schon angesprochen gehabt. Der hat seinen kompletten Aufzuchtstall damit ausgestattet. Der verkauft seine Ferkel über die SVG in Schleswig-Holstein nach Deutschland. Ein Teil gehen auch nach Polen. Und ja, und der war eigentlich immer so ein bisschen auffällig in der Ferkelaufzucht mit Atemwegsinfektion. Hatte ständig Antibiotikagaben gehabt und der hat ganz viel über PAS geschimpft, weil PAS in der Routinediagnostik dort immer eine Rolle gespielt hat. Er hat verschiedenste Impfstoffe eingesetzt und sagt, PAS ist das Thema und alle Schimpfstoffe sind eigentlich nicht gut, weil sonst hätte ich ja keine Probleme. Mit Soundtox hat er gelernt, anders zu arbeiten. Er ist viel früher in die Diagnostik eingestiegen, einen ganz anderen Ablauf und hat dann eben festgestellt, nicht PAS ist sein vornehmliches Problem, die Impfstoffe funktionieren. Das, was immer wieder Unruhe macht in seiner Anlage, sind die Influenza-Viren. Und die schieben an und die sorgen dann auch, dass die Diagnostik so ungleichmäßig aussieht. Und Influenza war das Problem. Und als die das sauber abgearbeitet haben, identifiziert haben, entsprechend anders gearbeitet haben, hat er auch seine biologischen Leistungen in der Ferkelaufzucht deutlich verbessern können, in Form von Tageszunahmen, von Futterverwertung, weniger Verluste, deutlich weniger Antibiotika-Einsätze. Er setzt sehr viel mehr in Anführungszeichen Aspirin ein, als es vorher der Fall war, nämlich sehr früh. So wie ich es eben beschrieben habe, ist das die Lösung für diesen Betrieb gewesen. Ja, und das, was er nachher sagt zum Schluss, macht uns Spaß heute, gesündere Ferkel zu haben, weniger störende Abläufe zu haben. Aber bei uns im Team ist es viel ruhiger geworden. Wir haben früher uns immer angeguckt nach dem Motto, wer zu spät reagiert, wer zu spät identifiziert, wer vielleicht nicht lange genug behandelt. Irgendeiner hat ja immer Schuld, wenn es irgendwo im Stall nicht richtig funktioniert. Dadurch, dass die mit Soundtox gearbeitet haben, haben die erstmal richtig verstanden, wie die Infektionsabläufe stattfinden. Die setzen viel früher Aspirin ein, brauchen sehr viel weniger Antibiotika. Und das Zusammenarbeiten im Team, im Stall, ist wesentlich besser geworden. Und das sollte man eigentlich auch mal mitlaufen lassen, weil kranke Tiere bedeuten auch immer Stress, auch beim Landwirt. Ich habe hier ein paar Beispiele dabei. Hauke Schneider aus Schleswig-Holstein hat auch irgendwo um die 2.500 Mastschweine, aber der hat auch irgendwo um die 250 Hektar. Hat also Arbeitsspitzen und der sagt, ich brauche eigentlich so ein System für meine Ackerbauspitzen, dass ich auch hier die Sicherheiten im Stall habe, wenn es mal richtig, richtig knapp ist. Seine Tageszunahmen sind besser geworden. Er sagt, seitdem wir so arbeiten, habe ich viel gleichmäßigere Schweine und der arbeitet in einem 15-Wochen-Rhythmus und seine Zahlen könnt ihr auch dort in der Folie selber lesen. Da muss es einfach funktionieren und er hatte einfach Pech gehabt. Der Durchgang, bevor wir mit Soundtox bei ihm kommen durften, da hatte er eine Influenza in seinem Bestand gehabt und das war dann eben nicht so schön. Und er sagt einfach, dieses System kann mir helfen, frühzeitig, schneller, besser die Tiere zu kontrollieren und habe dadurch meine Vorteile. Das Gleiche, Martin Pfützner, er ist Tierarzt. Hier sind auch einige Tierärzte hier. Martin ist nicht nur Tierarzt mit einer recht großen Praxis, sondern er ist auch Landwirt, ausgebildeter Landwirt. Und ist auch beteiligt an Saunenanlagen und sagt einfach, seitdem wir mit Soundtox gerade in der Ferkelaufzucht arbeiten, sehen wir auch dort deutliche Verbesserungen. Und wenn er sagt, hier weniger Verluste, dann bedeutet das nicht nur weniger Verluste, und das wisst ihr, dann stimmt das ganze System einfach besser, die Performance läuft einfach besser, die Tiere entwickeln sich besser. Und wenn ich hier vorne eine Optimierung hinbekomme, bekomme ich in der Regel ganz locker und unverbindlich in der Mast 30, 40, 50 Gramm mehr Tageszunahmen automatisch mitgeliefert, wenn wir hier in der Ferkelaufzucht optimieren. Nochmal ein paar Beispiele aus verschiedenen Betrieben. Hier ein Betrieb, der sagt, ich arbeite sehr digital und der hinterlässt Daten in diesem System. Und da könnte man zum Beispiel irgendwelche Substanzen eintragen, die man dort einsetzt, egal was es jetzt ist, oder Veränderungen an der Lüftung. Also alles das, was ich jetzt in dem einen oder dem anderen Abteil an Veränderungen durchgeführt habe, um zu kontrollieren, ob das auch wirklich erfolgreich war, kann ich in diesem System wunderbar hinterlegen, mache meine Durchgänge und kann es dann untereinander vergleichen. Ich habe also die Möglichkeiten, dann auch besser identifizieren zu können, ob bestimmte Abteile eine gewisse Auffälligkeit haben, was mir vielleicht so im Tagesgeschäft so ein bisschen durchgeht. Ich kann also damit auch die Maßnahmen besser bewerten.
Und das, was wir feststellen, ist, dass ganz oft einzelne Abteile ein Problem haben und dass es nicht grundsätzlich in dem Bestand so schlecht läuft. Hier ein Mastbetrieb, der hat im Endmastbereich ein Hustengeschehen gehabt. Und der Tierarzt hat dann gefragt, Anlage, ey, was ist los? Was brennt bei euch gerade? Und dann haben die Jungs in der Anlage gesagt, du, alles in Ordnung, wir haben Husten, ja, haben wir selber gesehen. Auch im Stall sehen wir es ja an den Dioden, an der Farbe der Monitore. Aber du kannst zu Hause bleiben, du brauchst keine Rechnung schreiben. Und ihr könnt erkennen, das war im Februar 22. Also das haben wir auch noch in Erinnerung. Der Tierarzt hat dann gesagt, du, ich will es wissen, weil die Technik ist einfach so interessant, die gibt uns so viele Chancen. Ich möchte gern wissen, was ist da los? Ich will es verstehen. Dann ist er da hingefahren und hat festgestellt, dass in dem Abteil, wo der Husten ist, meinetwegen die linke Folie, die linke Seite dieses Abteil, da war der Husten und auf dem anderen gegenüberliegenden Abteil, also seitlich daneben, meinetwegen das auf der rechten Seite, da wurde gerade gekerchert. Da waren die Jungs dabei und haben den Stall sauber gemacht, Türen und Fenster los und das war im Februar. Also richtig nass kalt. Jetzt hast du da, wo du am Saubermachen bist, den Ventilator ja aus, also kein Gegendruck. Im Stall, wo die Tiere stehen, hast du einen Unterdruck, der Ventilator zieht und dann holt er sich die Luft da, wo er die Luft herbekommen kann. Und jetzt braucht er wieder technische Unterstützung. Und das schauen wir uns nochmal eben ganz schnell. Das soll auch das letzte Video dann gewesen sein. Okay. Seht ihr das? Seht ihr das? So, und wir müssen immer davon ausgehen, wir haben eine Temperaturdifferenz. Hier unten haben wir 10 Grad wärmer und kein Zentralgang. Man sieht das gerade ganz schön. Ne? Die wärmere Luft der Tiere drückt im Endeffekt die Kaltluft jetzt Richtung Wasser. Ja, und die fällt jetzt runter in den Glühkörper. Ne? Wir haben ja hier die Kühlraumlüftung gewählt, weil wir einen relativ großen Volumenraum haben wollen, wo wir diese Differenztemperaturen angleichen. Für euch, wir arbeiten sehr gerne mit Rauchpatronen, weil sie einen sehr dichten, intensiven Qualm haben. Aber das war das erste und das letzte Mal, dass wir die Rauchpatronen in Rot genommen haben. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Rückseite dann aussah in der weißen Wand. Und seitdem arbeiten wir ausschließlich nur noch mit weiß oder gelben Patronen. Okay. So, dann. Dankeschön. Habe ich jetzt noch ein paar Beispiele, wo wir eben genau dieses Phänomen aufzeigen können, dass es nicht immer der ganze Stall ist, der ein Problem darstellt. Ganz oft sind es einzelne Abteile. Hier nur ein einzelnes Abteil, was auffällig war von 8 Abteilen. Und in diesem Abteil haben wir dann einfach geguckt, was war da los. Wir konnten in die Vergangenheit reinschauen, ganz einfach über Google, man gibt das Datum ein, ja okay, an dem Tag war es sehr windig, es war sehr regnerisch, aber warum nur ein Abteil? Die Lösung lag letztendlich an den Fühlern. Ja, also ein technisches Problem in einem Abteil. Im Stall würdet ihr einen Husten wahrnehmen, okay, behandeln, mit dem Tierarzt abstimmen, aber wer kommt auf die Idee, dass vielleicht der Fühler mal nicht in Ordnung war? Und so haben wir eine ganze Menge Beispiele, gerade war es der Fühler, hier war es die Stellklappe, die nicht richtig schließt, das heißt, es ist in der Nacht zu kalt, in den Morgenstunden zu kalt und über Tag letztendlich zu warm. Und dieses zu warm im Stall sehen wir dann auch eben mit entsprechenden Reaktionen bei den Ferkeln. Und gerade in den kritischen Monaten August, September und Februar, März, April, dann haben wir zusätzliche Belastungen, Druck eben mit Orantnekrosen, mit Schwanzbeißen. Und dann ist das ein Stück weit auch über diese Thematik zu erklären. Hier stehen Tagestemperaturschwankungen von 11 Grad. Die Technik zeigt uns, dass wir eine Masse an Betrieben haben. Die haben eine 24-Stunden-Temperaturspreizung in den Stallungen von maximal 2,5 Grad. Und das ist super. Was über 2,5 Grad ist, ist dann für die Schweine ein Risiko. Aber die Masse der Betriebe schafft es wirklich von der Technik her, von der Lüftungsinstallation her, diese 2,5 Grad einzuhalten. Hier nochmal ein geschlossenes System, 250 Sauen. Der sagt, Organbefunde in der Mast habe ich nicht. Ich bin das Aushängeschild am Schlachthof bezüglich Organbefunde. Einfach nur top in allen Bereichen.
Mein Problem sind aber die schlechten Tageszunahmen. Ich liege bei 850 Gramm, ich komme nicht weiter. Genetisch schon alles durchgecheckt. Es muss an der Ferkelaufzucht liegen, da habe ich ein Problem. Da sind die Tiere permanent am Husten und die rauben mir die Leistung hinten in der Mast. Das sind 4 Abteile, die ich hier aus diesem Betrieb mal mitgebracht habe. Jedes Abteil hat seine eigenen Besonderheiten. Jedes Abteil musste einzeln abgearbeitet werden. 3 funktionieren in diesem Moment sehr gut. Das 4. Abteil haben wir immer noch nicht im Griff. Da sind wir noch dabei, das auch zu optimieren. Influenza ist das Thema bei uns Menschen, aber auch im Schweinestall oder überhaupt hier in den Regionen, in allen Bereichen, dass wir ein bisschen Gefühl haben für die Influenza, weil ich die eben auch als Initialerreger mal dargestellt habe. Die Kosten, wenn die in der Ferkelaufzucht da sind und wir ständig nachstallen und dadurch das Infektionsgeschehen in der Ferkelaufzucht aufrechterhalten, da liegen wir locker bei um die 25.000 Euro in einem Betrieb mit 2.000 Aufzuchtplätzen. In der Mast vergleichbar in dieser Betriebsstruktur liegen wir nur bei 8.500 Euro, weil wir nicht so viele Tiere in dieser Intervalltätigkeit da durchziehen. Aber dass man so ein bisschen Gefühl hat, das kriegen wir hier sehr gut abgebildet und da können wir mit diesem System sehr stark unterstützen. Auch Organbefunde sind ein Thema. Wer da optimieren möchte oder im nächsten Jahr vielleicht muss, im nächsten Jahr werden Spot-Audits stattfinden. Die sind neu und zwar nur auf die Organbefunde bezogen. Das sind dann diejenigen Mester, die über einen längeren Zeitraum zu den auffälligen Betrieben bei den Organbefunden gehören. Und das ist ein neues Geschehen, was im nächsten Jahr ausgerollt werden soll. Dann geht man eben, die Amtsveterinäre gehen risikoorientiert vor. Die Betriebe, die stärker in den Organbefunden auffällig sind, die werden zuerst kontrolliert, wie gesagt, als Spot-Audit und nur auf die Organbefunde. Es macht Sinn, dass ihr, liebe Mester, 2-mal im Jahr mit eurer Hoftierärzte die Organbefunde euch anschaut und das auch schriftlich protokolliert. Und in diesem Zusammenhang, was ist denn dann ein guter Wert? Und hier habe ich eine Auswertung von einem Schlachthof mir machen lassen und ich mache es jetzt ganz kurz. Irgendwo zwischen 10% und 15%, da liegt die Masse der Betriebe. Das ist der Durchschnitt, dass man ein Gefühl dafür hat. Das heißt, wenn ich nach einem guten Wert frage, liege ich unter 10. Dann ist es nicht der Durchschnitt. Und die Betriebe werden besser, kontinuierlich besser, sodass der Durchschnitt auch besser wird. Das heißt, wenn ich ein Ziel vor Augen haben möchte, wo möchte ich hin, dann sollte der Wert unter 10% liegen. Und dass man einfach auch da nochmal so ein bisschen Verständnis für die Thematik hat. Meine vorletzte Folie, hier habe ich nochmal versucht, alles so ein bisschen zusammenzuschreiben. Ich habe eben etwas schneller gesprochen, weil wir technische Anfälligkeiten hatten. Wir haben mit Sounddox die Möglichkeit, 24/7, also 365 Tage, 24 Stunden am Tag, eine objektive Tierbeobachtung ohne Zeit- oder Befähigungsdiskussionen hinzubekommen. Auf die Atemwegsproblematik bezogen. Also das ist eine breite, ich denke, politische Akzeptanz. Wir haben die Chancen mit dieser Technik ein früheres Erkennen. Wir können mit diesem früheren Erkennen, wenn wir Vertrauen in diese Technik haben, den Tierarzt mit einzubeziehen. Wir können besser in die Diagnostik einsteigen. Wir können besser verstehen, wie die Infektionen in den Betrieben ablaufen. Nicht für diesen Durchgang, der ist in der Regel gelaufen. Aber wir haben die Chancen, die nächsten Durchgänge deutlich besser zu gestalten, als es in diesem einen jetzt vielleicht der Fall war. Wir können schneller eingreifen, Tierwohl, bessere biologische Leistung, das ist nichts Neues, das ist für euch gut. Das kennt ihr, aber diese stabileren Prozesse jetzt auch für die Mitarbeiter im Stall, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man einfach zufriedene Mitarbeiter im Stall hat. Planbarkeit gehört letztendlich dazu, Dokumentation und so weiter. Der eine oder der andere Ferkelerzeuger, der mit Sounddox in der Aufzucht arbeitet, sagt, ich möchte eigentlich einen Zuschlag haben, weil ich kann dokumentieren, dass ich keine Hustenproblematik im Ferkelaufzuchtbereich habe. Und dann weiß der Mester, diese Schweine bringen nochmal eigentlich mindestens 50 Gramm mehr als eine andere vergleichbare Genetik, weil sie gesünder sind. Mindestens 50 Gramm. Wir können sagen, nach außen objektiv ist immer gut. Tierkontrolle, ITW, alles das lässt sich, glaube ich, gut darstellen und auch nach innen. Für uns selber ist es eine schöne Sache, präventiv zu sein, Monitoring zu fahren, statt erst dann zu reagieren, wenn man nicht mehr weiter weiß und dann der Tierarzt in dieser Phase kommt, dann ist es auch keine Lernkurve für den nächsten Durchgang, weil das Problem bleibt ja bestehen. Ich habe es noch nicht verstanden, wo es wirklich herkommt.
Ich darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine tolle Tiergesundheit im grünen Bereich. Und das ist dann logischerweise nicht politisch gemeint. Und wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung.